Wenn ich richtig sehe, ist die Idee eines Eugen-Wieser-Stiftungslehrstuhls fast so alt wie die Eugen-Wieser-Stiftung selbst. Als Freunde und Wohltäter Eugen Wiesers sich 2002 zusammenschlossen und die Eugen-Wieser-Stiftung ins Leben riefen, da geisterte durch den Hinterkopf bereits der Gedanke, dass das Werk und das Denken, der Ansatz Eugen Wiesers, auch in der akademischen Welt lebendig gehalten werden sollte. Danach hat es dann noch einmal mehr als 10 Jahre gedauert, bis es tatsächlich zur Errichtung des Lehrstuhls kam. Und das ist zu verdanken auf der einen Seite neben dem Vorstand der Stiftung, Frau Christa und Herrn Professor Dr. Martin Balle, sowie dem Ehepaar Dr. Ulrich und Hannelore Wechsler, ohne deren finanzielle Unterstützung der Lehrstuhl nicht hätte ins Leben gerufen werden können. Auf der anderen Seite war da der Initiativgeist des Präsidenten der Hochschule, Professor Dr. Johannes Wallacher, der erkannt hatte, dass die Religionsphilosophie und damit ein Eugen Wieser Stiftungslehrstuhl sehr gut zum Profil dieser Hochschule passen würde. Der Ausdruck Religion oder Religionsphilosophie braucht wohl keine Begründung. Manche haben sich über Subjektphilosophie gewundert. Bei Subjekt denkt man an subjektiv, manche denken an relativ, vielleicht an sowas wie Individualismus. Den Fachleuten fällt bei dem Schlagwort Subjektphilosophie René Descartes ein, Philosoph, der sein ganzes philosophisches System auf das Bewusstsein des eigenen Denkens gründete. Aber schon bei Descartes ist das nicht so klar, denn für die Wahrheit unserer Überzeugungen benötigen wir laut Descartes wiederum das Überzeugtsein von Gott. Im deutschen Sprachraum fallen einem zu dem Stichwort Subjektphilosophie Denker wie Immanuel Kant oder Georg Wilhelm Friedrich Hegel ein. Sie waren Subjektphilosophen in dem Sinn, dass alles Objektive auf Nachdenken, auf vernünftiges Nachdenken von Subjekten begründet ist. Das soll nicht heißen, dass es nichts Objektives, also keine Gegenstände oder so gäbe, aber wenn wir etwas Objektives über die Wirklichkeit feststellen wollen, benötigen wir Subjekte. Und damit wären wir meines Erachtens bei Eugen Wieser. Eugen Wieser hat schon in den 80er Jahren sich ausgesprochen für eine glaubensgeschichtliche Wende und aufgerufen zu einer neuen Innerlichkeit. Im Hintergrund steht seine eigene Geschichte. Er ist aufgewachsen in einer Zeit, als man Religion vor allem als eine Angelegenheit von Glaubenswissen, Glaubenswissen, das in irgendwelchen Glaubenssätzen befördert werden kann und denen gegenüber die Gläubigen dann Glaubensgehorsam schuldig sind, verstand. Gegen diesen Gedanken von einer Religion, die vor allem in Glaubenswissen, Glaubenssätzen und Glaubensgehorsam besteht, setzt Eugen Wieser nun ein Religionsverständnis, das er kennzeichnet zunächst mal durch einen Erfahrungsglauben. Also es geht nicht einfach um Glaubenswissen, sondern um die lebendige Erfahrung von Gott. Einen Vertrauensglauben. Es geht nicht einfach darum, dass Glaubensüberzeugungen in Glaubenssätze gepackt sind, sondern der gläubige Mensch muss auf Gott vertrauen können. Und einen Verstehensglauben. Es genügt nicht ein blinder Glaubensgehorsam, sondern der Gläubige muss verstehen und nachvollziehen können, was er oder sie da glaubt. Der Gläubige, sagte ich, also derjenige, der einen Erfahrungsglauben, einen Vertrauensglauben, einen Verstehensglauben hat, das ist nichts anderes als ein Subjekt. Und damit wären wir bei Religions- und Subjektphilosophie. Lassen Sie mich das Stichwort von dem Grenzgänger aufgreifen. Eugen Wieser war selber von 1974 bis 1986
Professor für christliche Weltanschauung und Religionsphilosophie an der Ludwig-Maximilians-Universität hier in München. Sein Lehrstuhl war angesiedelt zwischen der katholischen theologischen Fakultät auf der einen Seite und der philosophischen Fakultät auf der anderen Seite. In dem Sinn war Bieser selber an der Grenze zwischen diesen beiden Wissenschaften, Theologie und Philosophie. Und wahrscheinlich wird man sagen müssen, dass er auch das eine oder andere Mal buchstäblich zwischen den Stühlen saß. Der Eugen Bieser Stiftungslehrstuhl ist nun an einer philosophischen Fakultät. Insofern ist erst einmal Klarheit geschaffen. Es geht mehr um Eugen Bieser, den Religionsphilosophen, als um Eugen Bieser, den Theologen. Die Philosophie ist eine Disziplin, die nicht ausgeht von irgendwelchen Glaubenswahrheiten. Wir dürfen keine Überzeugungen voraussetzen, die etwa als von Gott geoffenbart angenommen werden, sondern die Philosophie ist eine Wissenschaft, in der die Überzeugungen sich dem Wettbewerb des besseren Arguments stellen. Und in diesem Sinne würde ich dann schon sagen, dass Eugen Bieser hier genau am richtigen Ort ist. Gut, dass Sie nach der philosophischen Heimat fragen. Wenn Sie nach der kulinarischen gefragt hätten, hätte ich geantwortet Italien. Seit ich wieder nördlich der Alpen lebe, vermisse ich die italienische Landschaft und die mediterrane Küche. Meine philosophische Heimat, die Bayern wird das vielleicht nicht freuen, liegt bei den Preußen. Ich habe promoviert über Immanuel Kants Kritik der reinen Vernunft und mich in meiner Habilitationsschrift mit Georg Wilhelm Friedrich Hegel beschäftigt. Die beiden hatte ich eben schon einmal als Subjektphilosophen genannt. Der Kern ihres philosophischen Ansatzes liegt meines Erachtens darin, dass sie alles ihr philosophisches Bemühen auf die vernünftige Begründung der eigenen philosophischen Überzeugungen abzweckten. Und das betrifft auch die Überzeugungen, die wir bezüglich Gottes haben. Also auch Glaubensüberzeugungen sind vernünftiger Begründung zugänglich. Und diese Denker, diese Atmosphäre in Berlin, auch an der Humboldt-Universität, hat mich geprägt und da sehe ich ein bisschen meine Heimat. Es ging mir wie wahrscheinlich den meisten aus meiner Generation im Philosophiestudium in Frankfurt St. Georgen und später dann auch im Theologiestudium an der Universität Gregoriana in Rom spielte Eugen Bieser kaum eine Rolle. Man hat den Namen gehört, ich kannte auch ein paar seiner einschlägigen Buchtitel, ich erinnere an sein Jesusbuch unter der schönen Überschrift Der Freund oder in den 90er Jahren erschien dann sein Entwurf einer Modalanthropologie und dann den Titel Der Mensch, das uneingelöste Versprechen. Aber wirklich intensiv mit Eugen Bieser befasst habe ich mich erst, als der Präsident der Hochschule bzw. der Jesuitenprovinzial mich fragten, ob ich mir vorstellen könnte, mich auf den Lehrstuhl zu bewerben. Wer zum ersten Mal mit Eugen Bieser in Berührung kommt, ist zunächst einmal fast schon erschlagen durch das schiere Ausmaß seiner Produktivität. Die Bibliografie seiner Werke, die in der Stiftung zusammengestellt wurde, umfasst knapp 1500 Titel, davon etwas mehr als 150 Monographien. Und ebenso beeindruckend wie das Ausmaß der Produktivität ist auch die Breite seiner Interessen. Bieser war ja nicht nur Religionsphilosoph und Theologe. Bieser befasste sich genauso zeitlebens mit Literatur, er interessierte sich für bildende Kunst und Musik. Er war wach für die Entwicklungen in der Gesellschaft, wie die neuen Medien, fragte sich nach dem Sinn von Heilung und Gesundheit in Medizin und Psychotherapie. Und das Beeindruckende für mich ist immer wieder die Wachheit und der Sinn für das, was gesellschaftlich oder auch für die existenziellen Belange der Menschen
aktuelle Themen sind. Wiese hatte, möchte ich fast sagen, einen Riecher für Themen. Als Theologe finde ich beeindruckend die Konsequenz, mit der er diesen Gedanken der Gotteskindschaft, der ja im Mittelpunkt seines theologischen Schaffens steht, durchgetragen hat. Wobei es mir wichtig ist, immer zu unterstreichen, die Gotteskinder, das sind nicht irgendwelche unmündigen Minderjährigen, sondern die Gotteskinder sind die erwachsenen und vernunftbegabten Söhne und Töchter des einen Gottes. Der Inhaber des Eugen Wieser Stiftungslehrstuhls vertritt an der Hochschule für Philosophie das Fach philosophische Gotteslehre oder philosophische Theologie. Wenn Sie Theologie aus dem Griechischen übersetzen, bedeutet das das vernünftige Nachdenken und das begründete Reden über Gott. Beides hat Eugen Wieser in exemplarischer Weise getan, über Gott nachgedacht und eben begründet gesprochen. Dabei hat er eine Offenheit an den Tag gelegt und ausgestrahlt, die für mich beispielhaft ist. Insofern benutze ich ihn, auch seine Texte, gerne, wenn es darum geht, Horizonte zu eröffnen, neue Perspektiven zu eröffnen. Für die Studierenden ist das manchmal nicht ganz leicht. Jeder, der Texte von Eugen Wieser gelesen hat, weiß, wie viele Anspielungen und wie viele Schichten sich in dem finden, was er schreibt. Aber der Perspektivenreichtum und die Horizonte, die Offenheit, für die Wieser steht, lohnen die Beschäftigung. Die Frage nach der Aktualität lässt mich etwas schmunzeln. Auf der einen Seite bin ich immer geneigt zu sagen, Philosophie und Theologie können gar nicht aktuell sein, weil wir uns naturgemäß mit den immer gleichen Fragen beschäftigen. Auf der anderen Seite könnte man sagen, der Fluch der Aktualität liegt darin, dass das, was heute aktuell ist, morgen schon wieder überholt ist. Und das kann ich Ihnen am Beispiel Eugen Wiesers auch leicht verdeutlichen. Eugen Wieser war zum Beispiel einer der ersten, der die Bedeutung der neuen Medien erkannt hat. Er hat angefangen, darüber nachzudenken und auch zu schreiben über die Rolle des Fernsehens. Wenn wir heute neue Medien hören, dann denken wir an sowas wie soziale Netzwerke. Also angenommen, ich bringe meinen Studenten jetzt einen Text Eugen Wiesers über die neuen Medien mit und sage, das ist ein Text über neue Medien. Und in diesem Text ist von Radio und Fernsehen die Rede statt von YouTube und WhatsApp und Twitter. Dann lachen die Studenten mich natürlich aus oder schauen mich entgeistert an. Also die Aktualität Eugen Wiesers zeigt sich erst auf den zweiten Blick, wenn ich nämlich einen Schritt zurückgehe und das, was er in seine damalige Zeit gesprochen hat, nochmal ins Heute übersetze. Die Zeitdiagnose, die Wieser für damals leistete, müssen seine Leserinnen und Leser, die mit ihm nachdenken wollen, also für ihre eigene Zeit neu liefern. Das gilt übrigens auch für Wiesers Auffassung von der kirchlichen Situation. Natürlich ist seine Forderung nach Dialog und nach einer verständlichen Sprache auch heute noch mehr als aktuell. Aber die Schwierigkeiten der Kirche seinerzeit waren möglicherweise ganz andere als heute, sodass wir unsere Aktualität jeweils neu erringen müssen. Das Wort Lehrstuhl klingt vielleicht ein bisschen bombastisch. Da denkt man an einen Apparat, an Mitarbeiter, eine Sekretärin, Bibliothek. Der Eugen Wieser Stiftungslehrstuhl, das bin zunächst mal ich oder dieses Büro, in dem wir uns gerade befinden. Das einprägsamste Ereignis der letzten 5 Jahre war der 100. Geburtstag Eugen Wiesers, der sich am 6. Januar 2018 jährte. Wir hatten einen Gedenkgottesdienst mit Kardinal Reinhard Marx in der Universitätskirche St. Ludwig, in dessen Verlauf auch eine Bronzeplastik zum Gedenken an Eugen Wieser
enthüllt wurde. Und zu diesem Anlass, also zum 100. Geburtstag, haben wir einen Band unter dem Titel Gottesbilder vorbereitet. Sie hatten ihn vorhin auch schon erwähnt. Der Untertitel lautet Eugen Bieser als theologischer Grenzgänger. Wir haben verschiedene Kolleginnen und Kollegen aller möglichen Disziplinen gebeten, zusammenzutragen, was Eugen Bieser für das Gottesbild beigetragen hat. Und dabei ist ein schönes Panorama seines Denkens und Wirkens entstanden. Zum Jubiläum des Lehrstuhls planen wir eine Abendveranstaltung unter dem Titel Religion und Selbstkritik. Dazu habe ich mich mit zwei Kollegen zusammengetan. Der eine ist Professor Tobias Specker aus St. Georgen, Frankfurt am Main. Er ist dort Professor für katholische Theologie im Angesicht des Islam. Der andere Kollege, das ist Professor Dr. Ahmad Milad Karimi von der Universität in Münster. Er vertritt dort an der Fakultät für islamische Theologie die islamische Philosophie und Mystik und hat unter anderem eine eigene Übersetzung des Koran vorgelegt. Bei Kritik, Religionskritik, denkt man ja normalerweise an etwas, das von außen kommt. Oftmals wird Kritik auch als Bedrohung erlebt. Wir möchten diese Perspektive umkehren. Wir wollen fragen, welches die Ressourcen sind, die Religion oder Religionen besitzen zur Selbstkritik. Also wir wollen nicht in dem Sinne aufeinander hören, dass wir uns gegenseitig kritisieren, sondern wir wollen gewissermaßen von der Selbstkritik der anderen Seite unsererseits etwas lernen. Der Abend hier in München wird einen Schwerpunkt im Bereich der Philosophie haben am 23. Oktober und einen Tag danach wollen wir das Gespräch in Frankfurt am Main fortsetzen mit einem theologischen Schwerpunkt und ich freue mich auf die Diskussion mit den beiden Kollegen. Das wäre der 10. Todestag Eugen Biesers. Ich bin natürlich kein Hellseher, aber ich würde mir wünschen, dass wir bis dahin nochmal eine größere Klarheit gewonnen haben über die innere Einheit seines Schaffens. Er hat gegen Ende seines Lebens gewissermaßen als Vermächtnis eine Trilogie hinterlassen, drei Bände unter den Titeln Gotteskindschaft, Christomathie und Geistesgegenwart, das ist gewissermaßen der Kern der Bieserschen Theologie. Wenn man nach Eugen Biesers Methode fragt, glaube ich, kann man sie in so fünf Dimensionen entfalten. Das erste, was für Bieser wichtig war, war die Überwindung der Angst, die der Mensch vor dem anderen, dem Mitmenschen, die Angst, die der Mensch vor sich selber und die Angst, die der Mensch bisweilen vor Gott hat. Religion bedeutet Angstüberwindung. Die zweite Dimension war die der Innerlichkeit, der Erfahrungsglaube, der Vertrauensglaube sind innere Errungenschaften des einzelnen Gläubigen, des Subjekts. Eine dritte Dimension, die für Eugen Biesers Methode meines Erachtens entscheidend ist, ist die Verantwortung. Verantwortung für uns selbst, für andere, für das gesellschaftliche Zusammenleben. Ganz wichtig für Eugen Bieser viertens ist die Zeitdiagnose, das heißt die wache Beobachtung der eigenen Gegenwart, der jeweiligen eigenen Gegenwart. Und fünftens, das Stichwort fiel bereits mehrfach, der Dialog sowohl mit Andersdenkenden als auch mit Andersglaubenden. Meine Hoffnung wäre, dass wenn wir diese fünf Dimensionen lebendig halten, dass wir dann auch etwas Überzeugendes für die Zukunft zu bieten haben.